So, und weiter geht's im Programm. Wir haben jetzt für euch die Podkies Bremen gegen die Kieler Kelpies von links nach rechts. Ich, das ist Philipp Stolz, und an meiner Seite habe ich. An der Seite sitzt Basti Hülscher wieder aus Halle. Herzlichen Dank, Basti, dass du jetzt mich hier neben mich gesetzt hast, trotz den etwas widrigen Witterungen als davor. Es hat ein bisschen geschüttet in der Spielpause. Jetzt ist der Platz ein bisschen nasser. Jetzt hat's aber aufgehört. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wie wirkt sich das Spiel aus? Die Quaffel und die Blatter sind natürlich jetzt wieder schön rutschig. Und erst recht der Boden. Der auch. Der ist sowieso schon rutschig, also in normalen Schuhen. Und der ist schon fast dann wie Schlittschuh laufen. Auf jeden Fall. Und der Ref, den wir hier sehen, Niklas Müller, der mag eine Sache gar nicht, das ist Sliding, aber dazu könnte es jetzt hier beim Broomsurf auf jeden Fall kommen. Da wird auf jeden Fall die Augen genau drauf haben. Genau. Jetzt aber Bremen gegen Kiel und los geht das Ganze. Und kein Geslide, das ist doch schon mal schön. Quaffel, both beat, Quaffel bei Bremen. Wird aber angegangen von der Kieler Chaserin, die ist gebietet. Der zweite Kieler Chaser gebietet. Und jetzt den Ball durch den Tackle verloren, trotzdem noch in Bremer Händen und immer noch in Bremer Händen. Aber jetzt hat Niklas Müller was dagegen. Ja, das war ein bisschen zu spät noch der Pass weitergegeben, nachdem der Beat draufgesetzt wurde. Aber ich muss sagen, die Nummer 40 gefällt mir, stürzt sich auf den freien Ball immer wieder. Und so muss man es ja auch machen. Auf jeden Fall. Das ist das Problem bei vielen Spielern, dass dann einfach abgeschaltet wird. Mhm. Und sich denkt, ja, irgendeiner hebt den schon auf. Aber wenn sich da wirklich jemand draufschmeißt und ihn turtelt, ja, da ist es schwer, ohne Bieter den da wieder rauszubekommen. Und jetzt schöner Pass auf die andere Seite der Hoops. Oh, aber da ist Felix Goldau und er passt gut auf, ist und mit dem Rap dran. Und bis nach ins Stadtgebiet von Tornesch. Felix Goldau, gute Aktion, lange dran geblieben. Und eigentlich, was mir jetzt noch so aufgeht, das ist ja ein Liga-Derby. Mensch, Bremen gegen Kiel, die müssten sich doch eigentlich schon ein, zwei Mal begegnet sein. Wenn ich mich nicht irre, Kiel in der Liga ein bisschen drunter gesetzt. Ich glaube, auf Platz 4 oder 5 der Liga und Bremen müsste, glaube ich, ein Spot darüber sein. Ich mag mich irren. Kenner der Szene mögen es uns vielleicht verzeihen, wenn das falsch sein möge und es vielleicht in die Kommentare oder in den Chat schreiben. Sehr gerne. Ja, Kiel, ja, muss ich sagen, empfinde ich ein bisschen als Heimteam. Also Hamburg gibt sich hier gerne als Heimteam, aber da wir ja in Schleswig-Holstein sind. Ach so, ja, gut. Wenn du jetzt auf die Landesgrenzen ziehst, dann sind natürlich die Kieler da eher dran. Aber natürlich von der räumlichen Nähe sind wir deutlich näher an Hamburg als an Kiel. Als ich vorhin ein paar Zuschauer mich gefragt haben, wie die Spiele standen, haben die sich hauptsächlich für Hamburg interessiert. Also es scheint wohl dann doch die reine Luftliniendistanz den Ausschlag gegeben zu haben. Ja, aber auf jeden Fall auch witzig, dass zum nordischen Wetter erstmal schöner Regenschauer vorher. Das passt einfach in die Szenerie. Oh, schöner Tackle hier von der Nummer 11. Und hält aber den Angriff nicht ab. Immer noch die Chaserin Nummer 9 aus Bremen. Ist die Maike. Maike immer noch am Ball, hat aber auch keine so richtige Anspielstation. Nee, da ist viel Stillstand, da hast du völlig recht. Da muss noch ein bisschen mehr Bewegung abseits des Balles passieren. Jetzt das Handoff zu Felix Goldau. Und der nimmt Fahrt auf. Den ersten Tackle. Und der war drin. Sehr schön. Mitteldistanz vorm zweiten Tackle, denkt er sich, nö, dann score ich halt einfach. 10-0, das hat ein bisschen gedauert. Also das scheint wohl ein bisschen mehr Richtung Augenmaß zu sein. Was war da jetzt? Was ist da passiert? Kiel hat geschlafen. Ja, ich glaube, der Kieler Torwart ist da nicht ganz einverstanden, wie das Ganze hier vonstatten gegangen ist. Beschwert sich sehr beim Ref. Meint, er wäre ihm auf die Hand gestanden oder auf den Schuh gestanden. Er hat deswegen den Ball verloren. Aber Felix Goldau, einfach so schlau cool gefaltet. Wie ein Tiefkühlschrank, schnappt er sich da einfach den Quaffel und macht das Ding dann rein. Aber das habe ich heute schon ein paar Mal gesehen. Ja? So Chaser, die von hinten kommen, dem Keeper, der gerade aus der Zone geht, versuchen den Quaffel zu stehlen. Mhm. Ist durchaus ein Überraschungsmoment. Und in dem Fall natürlich perfekt funktioniert. Hart gegen Lennart funktioniert, ja. Und jetzt wieder Bremen, den Quaffel erobert. Aber schöne. Der Pass wird intercepted. Aber die Bremer Beater passen auf. Jetzt wieder der Bremer Keeper. Ja. Es ist schwierig, wenn ein Spieler Geschwindigkeit aufgenommen hat, da ins Tackle zu kommen. Und wenn du als drivender Spieler dann natürlich eine bewegliche Hüfte hast, dann ein leichtes. Also ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen geguckt auf Lennart von Kiel und Felix von Bremen. Die haben sich dann nochmal nach dem Tor ein bisschen unterhalten. Lennart meint, dass ihm auf den Arm geschlagen wurde. Felix meint, ich habe doch eigentlich nur den Ball rausgeboxt und beide werden auf ihrer subjektiven Sicht aus Recht haben. Nichtsdestotrotz, das Tor hat gezählt, 30-0. Jetzt muss Kiel mal in der Offense ein bisschen was bringen, das ist aber zu einfach. Ja, Kiel scheitert dann oft an den Bremer Beatern und da, schade. Der Beat eine Sekunde zu spät. Ja.
damit das 40:0 jetzt aus Sicht der Hansestädter Bremen. Und wenn mich das nicht alle, wenn mich nicht alles täuscht, dann waren alle vier Treffer von Felix, oder? Dem Keeper mit ich der Nummer 13 glaube, von Bremen. Ich glaube, der erste nach dem Brooms-Up eventuell nicht, aber die letzten drei auf jeden Fall. Hat dann Hedwig gemacht. Ja, Lumpen rein, er darf den Quaffel mit nach Hause nehmen. Ja, er atmet jetzt schwer, ich glaube, er wird sich bald zusammenlassen und jetzt ist erstmal Kiel dran. Müsste jetzt hier mal was machen in der Offense, das ist zu aber einfach. Aber die, auch die Chaserinnen, nicht nur die Bieter und Bieterinnen von Bremen, auch die Chaser und Chaserinnen hellwach. In jedes Tackle gehen sie rein. Das Sepp Nibal jetzt. Ja, aber da steht niemand. Da steht niemand. Nee. Kiel würde vielleicht ein bisschen mehr Ruhe in der Offense ganz gut tun, finde ich. Was meinst du, Basti? Ja, auf jeden Fall. Sie müssten das Spiel auch etwas breiter machen. Ich habe das Gefühl, dass sich viel von Kiel versucht, irgendwie durch die Mitte zu tanken. Ja, vielleicht mal über die Flügel spielen, auch mal eine Troll in Szene setzen. Wäre jetzt so meine erste Intuition, was ich jetzt als Kieler Trainer da ins Spiel bringen würde. Also ich muss ja sagen, wisst ihr, sieht es aus, als ob Bremen einfach den Ball ein bisschen mehr will. Der war jetzt schon zweimal lose auf dem Boden und der erste, der sich drauflegt, ist ein Bremer. Und kein einziger Verteidiger macht da den Schritt auf die Nummer 24 auf Verena zu. Und die kann dann einfach durchlaufen und das 50:0 werfen. Ja. Vielleicht ein Timeout. Also wirklich, da musste sich was ganz fundamental ändern für Kiel, wenn sie hier dieses Fixture noch gewinnen wollen. Auf jeden Fall. Also und selbst wenn der Kieler Trainer oder die Kieler Trainerin jetzt nicht unbedingt weiß, was sie machen soll. Vielleicht einfach mal diesen Flow von den Bremern zu unterbrechen. Ja, eben. Das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr wichtige. Oh, jetzt schöner Pass. Sehr schön. Ja, jawohl, da genau ist so. Das erste Tor genau von so. Kiel. Pass vor die Hoops, direkt verwertet. So können wir doch arbeiten. Genau. Und die BS noch dazu geholt. Ein alles optimaler klar. Angriff. Okay. Jetzt, es wurde aber auch Zeit, 50 Punkte Unterschied. Das ist schon eine ganze Menge. Absolut wichtig, es auf 40 Runde zu bringen. Und jetzt hat vielleicht Bremen mal ein bisschen das Nachsehen in der Offense, Felix Gollers raus, der hat sehr viel mit Drives gelöst, jetzt muss sich vielleicht Bremen umstellen. Aber oder bleiben sie dabei? Auch sein Sub. Ja, Tank Gott steht da drauf auf dem Rücken und das scheint er sich zu Herzen zu nehmen. Ja, also abgelegt, direkt neben der und da haben sie intercepted. Jetzt der Ball sicher zum Keeper von Kiel. Viel bessere Defense als davor. Ja, es scheint sich langsam ins Spiel zu finden. Aber der Quaffel-Vortrag. Okay, Quaffel. Blutcher-Control ist verloren aus Kieler Sicht. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob sie nochmal das Passspiel so aufgezogen kriegen, wenn die Bieter zu zweit hinten an den Hub stehen. Ja, jetzt läuft ein Troll. Der Pass war zulässig. Ja, aber auch ein bisschen sinnlos. Das sind 50 Zentimeter. Direkt daneben ist ein Blutcher. Da hätte ich lieber die Kontrolle über den Quaffel in Hand behalten. Jetzt ist die Frage, ob die Bieterin schnell genug ist. Schade. Ganz eklig. Den 90-Grad-Winkel, den Beat zu setzen gegen den laufenden Gegenspieler, ist richtig eklig. Hat hier auch nicht funktioniert. Den machst du auch nicht häufig. Nee, auf keinen Fall. Und da zieht sich die Tendenz weiter durch, dass in die Bremer Scoreliste sich fast ausschließlich Keeper eintragen. Ja. So, jetzt Kiel mit dem Vorgriff. Jetzt vielleicht mal wieder jetzt, schöne Passing-Option. Jetzt mal mit einem Troll hinten, der aber sehr gut abgedeckt wird. Ja, und Nick hat einen riesigen Verteidiger vor sich, der macht ihm ganze Menge Pass. Aber jetzt hat sie sich freikämpfen können. Der zweite Troll wird aber... Ist sie gebietet? Ja, da war sie eigentlich gebietet. Ja, ich hatte sie Beat gesehen. Ah, okay. Und die Assistant Referee bringt es ihr auch lauthals nochmal nahe, dass sie doch Beat ist. Okay, aber die Blutcher Control wieder in den ganz hohen Norden gewandert. Ich wollte in den Norden, aber da spezifizieren wir uns ja jetzt in diesem Spiel nicht so unbedingt. Toll, dass die Nordenliga so gewachsen ist. Da waren noch vor ein paar Jahren nicht viele Teams bei. Jetzt sind es, glaube ich, schon 7 und Kiel reiht sich da ein. Das ist einfach toll, wie sehr sich Kiel Quidditch im Norden Deutschlands etablieren konnte. Und jetzt lauern sie hier auf den nächsten Sieg. Hier in Gestalt eher von den Bremern, den Portkeys. Mitteldistanz, wieder der Keeper, der scores. Ja. Puh, das ist also, Basti, was macht man da? Also, das scheint einfach in der Offense einfach hinten und vorne nichts zu laufen, wie Kiel. Die brauchen da, die einzige Aktion, die sie gut hatten, war das mit der Passing-Option und da warten sie nicht drauf. Und da wäre wieder so eine ähnliche Situation gewesen, aber der passt viel zu weit, der Chaser läuft nicht mit richtig. Und das war halt auch so, den wollte er so rechts aus der Hüfte raus und das kommt halt einfach ungenau drauf. Und da kommt der Bieter von hinten von Bremen. Bremen stört und baut wieder langsam auf. Ja, Bremen hat jetzt auch keine Eile. Die sind 60 Punkte vorne. Ja, das ist offensiv wie defensiv. Den Kielern
überlegen. Ja, und es ist auch nicht so, dass die Kieler irgendwie mit ein paar Akzenten mal sehen zeigen können, dass sie das Ganze noch drehen können. Im Gegenteil, sie werden immer wieder ausgefischt. Aber da macht keiner mit. Der Bieter versucht, allein ins Pressing zu gehen. Aber doch, jetzt hat seine Chaser-Kollege den freien Kopf erobert. Wenn sie das macht, ist es sein Tor. Ah, da möchte sie den Ball noch reinkämpfen, aber da hilft der Bieter auch nicht mit, zieht sich wieder zurück und dann rollt. So tief in die Zone kann er nicht gehen, aber da hat er schon einen großen guten Job gemacht, die Nummer 24 von Kiel. Ja, aber und dann räumt die Bremer Bieterin da hinten ihren eigenen Strafraum auf. Und jetzt wieder Keeper Sub, wieder Felix Goldau. Ja, ein Strahler, muss ich sagen. Den habe ich vor anderthalb Jahren bei einem Turnier in, ich glaube, es war sogar Wien, kennengelernt. Super Typ, sehr guter Werwolf-Spieler und hier ein absoluter Schlüsselspieler für die Bremer Portkeys. Ja, wie zu sehen, er deutet jetzt auch an. Macht das sehr gut, beschäftigt da einfach nicht. Aber auch sein Team macht das super. Ja, die haben auf jeden Fall. Die nicht ansatzweise in der Gefahr, irgendwie hier was anbrennen zu lassen. Und jetzt hören wir von den Bremer Bietern, dass das Primärziel jetzt erstmal DBS ist. Ja, die haben sie nicht kriegen können und den Quaffel verloren. Und jetzt... schön, zieh durch. Da steht jemand aus Kiel und sie fällt aber. Ja, dann hätte sie wahrscheinlich ein bisschen früher den Abschluss suchen müssen. An sich sagt man immer, steckt das Ding durch den Ring. Ja, auf jeden aber Fall. Aber offenbar, Felix schafft es sehr gut, da den Kontakt zu initiieren, ist am Wurfarm dran und dann kriegst du einfach keine Kontrolle mehr. Vielleicht, entweder, wenn die Agilität nicht reicht, vorbeizuhuschen, einfach den Fernwurf mal riskieren. Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Also, gerade wenn man körperlich schon etwas unterlegen ist, sollte man es doch dann über Wendigkeit oder Richtungsänderung versuchen oder dann sich das Herz nehmen und einfach mal abziehen. Jetzt wieder langer Pass. Nein, das darf doch nicht wahr sein! Den fängt er nicht. Ja, wir haben es gesagt, die Bälle sind glitschig, aber den kann er doch sogar reinbaggern. Aber ich muss sagen, jetzt haben sie eine Mitte gefunden. Sie haben jetzt gemerkt, okay, es ist das Passspiel, das uns hier zum Erfolg hilft. Wenn sie es schaffen, schnell umzuschalten und dann die Receiver auf die seitlichen Hoops zu verteilen, scheint es bisher ein bisschen gefährlich zu sein, aber es mangelt bisher an der Fangqualität. Die Passqualität ist eigentlich halbwegs okay. Der war nicht drin. Den hätte ich nicht drin gesehen, aber okay. Dann die Referees mit Argus-Augen sehen das ein bisschen. Wieder keine Bieter, langer Pass, den muss er zwei Nimm Hände. Doch mit den zwei Händen auch. Das, was in jedem Quidditch-Training mehrmals gerufen wird. Fangt den Ball mit zwei Händen. Und jetzt, aber da ist immer noch Kiel im Quaffelbesitz. Spielt zurück auf ihren Keeper. Nochmal auf den Troll. Der wird gestellt von Felix Goldau. Aber kann... Jetzt hat der Bremer Keeper... In seinem eigenen Strafraum. Ja, das Close-Up hat er sich verdient mit der Defensivaktion, würde ich sagen. Fall. Da muss von Kiel vielleicht einfach einen, was ich jetzt in der Offensive von Kiel vielleicht versuchen würde, ist Felix Goldau einfach wegzublocken. Mit einem Pick, meinst du? Ja, bei jedem Quaffel-Vortrag ihn einfach gar nicht zum Quaffel-Carrier kommen lassen, weil er macht sich doch hier als mit Abstand tackle-stärkster Spieler bemerkbar. Sehr schön. Oh, gute Aktion von der Doppel-Null von Bremen. Bringt da den gegnerischen Bieter runter. Jetzt müsste ich mal wieder ein Tor kommen, weil schon lang... Da ist es. Da stehen aber auch, da sieht man schön den Unterschied. Bei Bremen geht jeder drauf, versucht giftig noch irgendwie eine Hand dazwischen zu kriegen. Und bei Kiel... Ich meine, an der Kadergröße kann es nicht liegen. Die Kieler sind mit einigen Spielern mehr angereist als die Bremer. Aber eben, sie wirken so ein bisschen wacher einfach. Die Reaktionszeit ist dann die entscheidenden Sekunden schneller. Und das entscheidet hier eben über das Tor. Ja. So, jetzt vielleicht der Quaffel im Besitz eines anderen Chasers. Unnötiges Reset. Also mit den neuen Reset-Regeln, ich meine, das ist jetzt nicht das erste Turnier, was wir mit denen spielen, dass damit immer noch teilweise so schlampig umgegangen wird. Ich muss sagen, da habe ich auch bei Mickey C, da wird immer noch in jeder NGB wird dann noch Lehrgeld gezahlt zu den Regeln. Ja. Und dann wieder ein Pass. Eigentlich gut gedacht, die Chaserin stand frei und er wird dann nicht gefangen. Ja. Ärgerlich. Wirklich für Kiel ärgerlich. Das sind jetzt schon 3-4 gute Situationen gewesen. 80-10, jetzt momentan das Score. 12. Minute. Ich glaube, den Kielern wird es gut tun, wenn sie vielleicht in ihrem Training mal so ein bisschen das üben, was so passiert, wenn jemand gebietet wird. Einfach das Trainieren, okay, dann wird vielleicht mal jemand gebietet, aber der Ball ist ja in dem Sinne noch frei, da kann man sich draufstürzen, den von A nach B noch irgendwie rumschubsen, denn die Reaktionsschnelligkeit, die fehlt ihnen hier in diesem Matchup. Ja. Absolut. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass man den Ball aufheben muss, aber schon zu einem Mitspieler schlagen, der freier steht, kann die Situation deutlich entspannen. Oh, nochmal ein blödes Reset, das da geused wurde. Und schöne Interception. Aber die Bremer wieder, einfach giftiger. Und das war jetzt unglücklich von der Bremer Bieterin. Aber
Und sofort ist der Kieler Keeper. Ja, ich sag's dir, die Bremer sind da wacher, die geiern da drauf. Ja, und der war nicht. Der war nicht drin, der ist doch oben an den Ring dran. Ich wollte gerade sagen, anscheinend hat er den Ring gedreht und ist dabei nicht reingefallen. Ja, also Kiel muss wirklich. Also langsam ist es wirklich an der höchsten Zeit mit Timeout, auch weil der Schnatz in naher Zukunft das Feld betreten wird, aber auch wirklich, um zu sagen, Leute, schmeißt euch doch mal auf den Quaffel drauf. Wieder Reset used. Okay, also Kieler, ich hoffe, ihr schaut euch vielleicht das Spiel im Nachhinein an. Einfach versucht, ein bisschen eure Reaktionsfähigkeit zu trainieren. Aha, nehmt die zwei Hände für den Fang. Also ich muss sagen, die Kieler haben eigentlich gute Spielanlagen. Da sind gute Spieler dabei, aber sieht nicht schlecht aber aus. Einfach nochmal für ein bisschen Back to Basic. Es gibt ja diesen tollen, dieses tolle Möglichkeit, die Nationalmannschaft zu unterstützen und dann auch vielleicht mal den Nationaltrainer oder vielleicht Nationalspieler ins Training einzuladen. Und das wäre vielleicht mal gar nicht so verkehrt, weil die kennen sich eben mit diesen Basics gut aus, haben schon genug Drills dazu mal durchgemacht. Und vielleicht, Kieler, wäre das ja mal eine Idee für euch. Überlegt es euch mal. Denn das hätte euch jetzt in diesem Spiel bisher schon gut geholfen, möchte ich meinen. Ja, also ich finde spielerisch wirklich nicht wirklich unterlegen, aber dieser letzte Pass, also der kommt da nicht an oder wird nicht gefangen. Und der lose Ball wird nicht angegangen. Der ist wirklich nicht drin, der ist diesmal wirklich Glück. Also das ist der dritte Ball, der auch hätte reinfallen können. Ja, das könnte schon auf jeden Fall dreistellig sein, das ganze Ding hier. Ja, und jetzt lautstarke Unterstützung von den Berlin Bludgers für die Kelpies aus Kiel. Da halten die jungen Mannschaften zusammen, die Berlin Bludgers ja auch. Ja, jetzt soll das aber auch sein. Also. Auf jeden Fall. Natürlich hier der starke Kontrast, Kiel Kelpies und die Berlin Bludgers, glaube ich, dieses Jahr in ihrer ersten Ligasaison. Die Berlin Bludgers jetzt hier noch mit 9 verbleibenden Kaderspielern und die Kiel Kelpies mit 9-10. Da kann man auch mal sehen, wie unterschiedlich sich Teams entwickeln können. Ja. So, aber wieder zurück zum Spiel. Quaffel-Vortrag mit Bludger-Control von Bremen. Und aber auch die Beater schmeißen sich auf jeden Ball. Und da ist das nächste Tor. Ja. 90-10 damit. Ja. Aus Bremer Sicht. Ja, und das wirkt nicht so, als ob sich da in Bälde irgendwas an dem Schema dieses Spiels ändern würde. Na. Kiel findet. Also, das heißt, Kiel findet kein Mittel. Kiel ist. Die hat eigentlich nicht geil genug, diesen Ball sich mal zu schnappen. Mhm. Beziehungsweise, also sie machen ja sie haben ein, zwei gute Ideen, aber dann mangelt es einfach an der Ausführung dieser ganzen. Also vielleicht üben sie ihre Spielzüge nicht häufig genug. Ja. Ich meine, sie haben jetzt eben, sie gehen jetzt auf die Option und dann ist halt. Ja. Der Pass muss besser kommen. Aber jetzt Bludger Control für Kiel, wenn die Beaterin jetzt gleich wieder on Broom ist. Da ist natürlich jetzt die Frage, damit müsste die Defense doch eigentlich erstmal stehen. Sie spielen sogar eine 2-2-Defense, wenn ich das richtig sehe, trotz Clutch Control. Das ist wirklich jetzt sehr defensiv. Sie wollen hier die Drives verhindern. Ja. Die ihnen ja aber auch wirklich mit Abstand am meisten machen. Also sobald Bremen anfängt, vorne viel zu passen wie jetzt. Ja, das kann Bremen wohl nämlich auch. Da fehlt auch noch so ein bisschen die Übung. Das Driven hat ihnen deutlich besser gefallen. Ja, also sobald die Pässe kamen, Kiel ab und zu, also das heißt ab und zu öfter mal intercepted, irgendwie eine Hand dazwischen bekommen oder einfach der Pass nicht präzise genug von den Bremern. Aber Bremen haben einfach ihre drive-starken Keeper. Ja. Die ihn hier wirklich die Punkte einholen. Ja, so und Basti, während wir jetzt hier so weiterlabern, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Stream seht, es fängt auf jeden Fall an, etwas mehr zu regnen und damit meine ich, es beginnt zu schütten. Ja. Gut, dass ihr daheim geblieben seid, Leute, beziehungsweise nicht gut. Vielleicht macht ihr das zur EM in Bamberg anders und schaut da mal vorbei. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Ah, das wird ein super Turnier, ich freue mich schon richtig drauf. Basti, bist du dabei? Nee, leider nicht. Ah. Ich bin leider auf meinem Lieblingsfestival, was zeitgleich stattfindet. Alles klar, gut. Ja. Ja, dann erwarte ich aber, dass du in der ersten Reihe stehst bei deiner Lieblingsband und dann lieber auf dem Stream schaust. Tatsächlich sogar. Ja, nein, also ist leider blöd gelaufen. Ich wäre gern vorbeigekommen. Ja, auf jeden Fall an die, die jetzt momentan daheim bleiben, schaut vielleicht mal, ob ihr vielleicht es schafft, am Ende vom Juni ein bisschen in Bamberg dabei zu sein. Es wird ein tolles Turnier, tolle Stimmung in Deutschland und unterstützt eure Nationalmannschaft, auf der Mission aufs Treppchen zu kommen. Diese Mission wurde übrigens vom Trainerstab, glaube ich, nie so verkündet, aber ich mache die jetzt hiermit einfach so was. Ja, ich habe mich vorhin schon mit jemandem unterhalten, der wollte direkt Edelmetall, also nicht mal der dritte Platz ist genug. Oh. Keine Million, okay. Da ist schon, also es scheint innerhalb der deutschen Community gewisse Ansprüche an die Nationalmannschaft zu geben. Ja, ich muss sagen, also ich glaube, das ist diesmal das erste Jahr, wo ich volles Vertrauen sagen kann, die deutsche Nationalmannschaft kann jedes Team in Europa schlagen. Das war eigentlich noch nicht davor in Europa so, da war immer so ein, zwei Teams, wo man dachte, okay,
in 9 von 10 Fällen schlagen die uns. Und er hat, ich muss sagen, dieses Jahr ist ein guter Jahrgang am Start. Die Leute sind toll trainiert, haben Bock drauf und das Turnier ist im eigenen Lande. Warum nicht dieses Jahr? Ja. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier im Norden. Das Sommermärchen von Bamberg. Genau. Und da, oh, das war schön gedacht, aber da steht kein Mitspieler. Ja. Ja, merkt er auch selber. Und jetzt kommen langsam die Schauen Sieger wir auf mal, Flur. Wie sich jetzt der Siegerfloor verhält. Felix Goldau, der will wohl der Matchwinner sein. Ja, Kiel möchte es verteidigen. Kiel möchte nochmal versuchen ranzukommen. Ja, und Felix Goldau, der will quasi am Ende sagen können, ich habe Kiel alleine erledigt. So, dann lass uns mal da drauf gucken, wie er sich da anstellt. Boah, da war er schon fast dran. Ich muss sagen, die neongelbe Mütze des Schnatzes, das finde ich auch sehr schön. Stimmig. Währenddessen verpasst Bremen so ein bisschen hier den weiteren Treffer zu machen. Aber da hat Felix Goldau ganz viel Zeit mit dem Schnatz. Ja, richtig auch die, viel Zeit. Die Beater der Kelpies sind viel zu sehr damit beschäftigt, die Bremer Chaser fern von ihren Hoops zu halten, als dass sie sich da irgendwie ins Seeker-Game einmischen könnten. Und das ist gut zu sehen. Felix Goldau ist ein Anhänger der Armwegschlage-Schule, sag ich mal, der Schnatz. Es gibt immer so ein bisschen so die Denkschulen. Also es ist ein bisschen übertrieben, aber entweder schlägst du halt die Hände weg oder du rotierst sie weg mit deinen Schultern. Er möchte das mit beiden Armen erst wegschlagen und dann mit einem Sprung dran vorbeisetzen. Blaue Karte. Ah, da wird er sich ärgern. Lay of Game. Ja, Niklas Müller hat es schon mehrere Male gesagt in diesem Spiel, glaube ich. Ja. Nee, doch. Ich glaube, einmal hat er es gesagt, ich meine, ihn gehört zu haben. Und es ist ja, das hat jetzt Steve Cockrum, ein grandioser Schiedsrichter, sage ich mal, Europa salonfähig gemacht. Er holt dich, sag ich mal, an der Keeperline ab, läuft dann normalen Geschwindigkeit auf die Midline zu und du solltest dann schneller als er an der Midline sein. Ja, oh! Da war schon der erste knappe Versuch. Und jetzt. Also im Chasing-Game tun sich jetzt beide Mannschaften auf einmal schwerer als sonst. Ja. Ah, da ärgert sich der Kieler Beater über den Missbeats. Ja, das tat weh, damit hat er die Klatscher-Control weggeschmissen. Und ja, die hätten sie jetzt gebrauchen können, wenn sie nochmal rankommen wollen. Aber eben, Bremen macht das clever, die halten den Ball in der... Nein! Jetzt ist die Frage. Da jetzt wird er sich ärgern. Nee. Hat er losgelassen zu früh. Ja. Was ich überhaupt gerade hinaus wollte, Basti, bevor wir hier rüde unterbrochen wurden von einem Schnatzcatch, also wie kann er es wagen? Die Bremen machen das recht clever, die halten den Ball in der Hälfte der Kieler, die damit keinerlei Möglichkeit haben, wirklich auf das Schnatzspiel irgendwie einzuwirken. Und es verschafft dann eben nicht sehr viel Zeit für Felix Goldau. Und man merkt gerade, ja, der braucht nicht allzu viel Zeit mehr, glaube ich. Nee, also würde lange mich wundern, wenn er ein oder zwei Handicaps brauchen. Und ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Das Spiel ist meiner Ansicht nach in trockenen Tüchern anders als wir. Ja, also hier fängt es wirklich gerade extremst an zu regnen. Man sieht, die Kieler und Bremer, die juckt das gar nicht. Ich glaube, bei denen ist das ein ganz normaler Freitagnachmittag, Samstagnachmittag. Die denken sich so, ja, was regen sich hier alle auf? Wo sind die ganzen Zuschauer? Ich gehe jetzt noch joggen. Oh, der Catch ist gut. Alles klar, okay. Ich ziehe den Hut davor. Felix Goldau kriegt hier den Catch gut geschrieben. Das wäre das 120 Stern zu 10. Das war eine klare Sache. Ja, die Kieler also, müssen hier noch mal ein bisschen Lehrgeld zahlen. Ist aber okay. Ich glaube, ihr erste DM, da kann man mal drauf aufbauen. Würde auch meinen. Ja, Bremen jederzeit überlegen. Aber Kiel, wie gesagt, nicht chancenlos. Also wenn sie an ein, zwei Stellschrauben drehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es in der Liga vielleicht mal enger wird gegen Bremen. Ich glaube, das Material ist da. Die müssen jetzt halt eben nochmal ans Reißbrett ein bisschen sich überlegen, ein bisschen trainieren. Und dann ist da im nächsten Jahr was ganz anderes möglich. Und dann wird es nochmal ein richtig tolleres Matchup als jetzt. Das ist aber jetzt für uns erstmal genug. Wir wollen rein in die trockenen Tücher, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Das war Philipp Stolz an meiner Seite. Basti, hat richtig Spaß gemacht. Sehr schön. Hat mir ebenfalls viel Spaß gemacht und wir hören uns. Bis dann. Ciao.